Ja, herzlich willkommen aus meinem Infokanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin Lehrer der vedischen Astrologie und Berufsastrologe. Ja, in diesem circa 20-minütigen Video geht es nun um die planetare Großwetterlage, sprich die Deutung der Transite im Monat Juli 2015. Passend zu Ihrem Aszendenten. Bevor wir dort einsteigen, habe ich 4 wichtige kleine Punkte vorweg, die für Sie sicherlich auch sehr interessant sind. Zum einen ist es so, bitte beachten Sie, dass die Deutung des nachfolgenden, also des Monats Juli 2015, immer jeweils vom Aszendenten vorgenommen wird, ja, nicht vom Sonnenzeichen, ja. Sprich, wählen Sie sich bitte das Video aus, das Ihrem Aszendenten entspricht, denn hier wird nicht Ihr Sonnenzeichen zugrunde gelegt, sondern Ihr Aszendent. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben, oder Sie klicken unterhalb des Videos auf den Link, dann kommen Sie auch zu mir mit einem Kontaktformular und ich teile Ihnen kurzfristig gratis mit, was Ihr Aszendent ist, damit Sie sich das Passende von diesen 12 Videos aussuchen können. Dann natürlich Sensation, die vedische Astrologieschule ist im Äther, das Baby ist geboren, das Ding fliegt. Und wir haben auch schon gut an Höhe gewonnen, auch eine große Klasse. Jetzt liegt es an mir, hier mit Lehrbriefen und Videos fleißig dran zu bleiben, denn es ist großes Interesse da. Vielleicht wollen Sie sich ja mal dann mit der Idee beschäftigen, zu studieren, die vedische Astrologie. Hier das Portal, wie das aussieht. Anhand der klassischen Texte nach Parashara und Jamini. Hier sehen Sie das Portal, wo jetzt jede Woche Videos und Lehrbriefe hochgefahren werden. Ja, vielleicht wäre das ja eine Idee. Ja, dann exklusiv für alle meine Newsletter-Bezieher und YouTube-Zuschauer, dass ich es noch rausbringe. Und zwar: bei Bestellung bis zum 15. Juli bekommen Sie für dieses so begehrte Horoskop, nämlich Beruf und Berufung, 20% Rabatt. Das ist das am meisten nachgefragteste Horoskop bei mir, denn es gibt unglaublich viel Aufschlüsse darüber, was zu Ihnen passt, was Ihre Gabe ist, was Ihre Aufgabe ist, was Ihre Talente sind, was Ihre Bestimmung ist, wie die Zeitqualität ist, wann es gut ist zu wechseln und so weiter und so fort. Bei Bestellung 20% günstiger, bei Bestellung bis 15. Juli. Unterhalb der offiziellen Preise, die Sie natürlich im Internet finden. Dann letzter Punkt noch, der wichtigste Planet in Ihrem Horoskop, das ist ja auch wichtig für die Zeitqualität, ist der Hauptphasenherrscher. Wenn Sie wissen wollen, welcher dieser ist, je nachdem Mars, Saturn, Jupiter, die regieren zwischen 6 bis maximal 20 Jahre und die haben das höchste Sagen. Wenn man den kennt, kann man einiges über sich herausfinden, was jetzt eben so im Leben betont ist für diese Jahre. Und den teile ich Ihnen gerne gratis mit. Sie können mir auch dazu unterhalb den Link schicken und dann bekommen Sie das kurzfristig von mir, eine Analyse mit 1, 2 DIN A4 Seiten zu Ihrem Hauptphasenherrscher. Gut, dann sind wir soweit, dass wir jetzt in Ihr Horoskop gehen und uns anschauen, wie hier die planetare Großwetterlage für Juli 2015 aussieht. Ja, und nun, wie sieht das für Sie als Aszendent Widder jetzt aus? Ich habe jetzt mir immer so eine Tabelle gemacht, um mal so zu schauen, in welchen Häusern und Zeichen sich die Planeten verdichtet aufhalten in Ihrem Horoskop. Und Sie sehen ja schon, für Sie als Aszendent Widder, da tummelt sich sehr viel im vierten Haus, weil die Sonne und Mars stehen hier im Zeichen Krebs. Und das wird eben ein großer Fokus, weil schauen Sie mal, da sind in der Spitze bis zu 3 Planeten drin. Vor allem die Sonne und Mars, hier der Herrscher Ihres Aszendenten. Sprich, Sie werden sich viel mit den Themen des vierten Hauses auseinandersetzen, worüber wir gleich sprechen werden. Aber dieser Blickwinkel mit dieser Tabelle ist recht hilfreich. Wir werden das aber auch gleich deuten. Ja, wir fangen natürlich mit dem König an, mit der Sonne, denn diese ist die ersten 23 Tage im Juli, befindet sie sich im Krebs eben in diesem vierten Haus, bei Ihnen als Aszendent Widder und geht dann in den Löwen. Und wir haben ja gerade gesehen, ne, in dieser Tabelle Krebs, dieses Zeichen, das ist bei Ihnen massiv besetzt in diesem Monat. Und deswegen bedeutet das, dass Sie sich beschäftigen werden, aufhalten werden mit Ihrem Zuhause, Reflexion mit dem Innenleben, ne? Auch das hat zu tun mit Haus 4. Haus 4 sind die Themen, wo es darum geht, Handlungen zu unternehmen, die Sie glücklich sein lassen, ja. Natürlich sorgen 2 feurige Planeten im vierten Haus immer auch für eine gewisse Spannung. Denn wenn ich sage, Haus 4 steht für das Innenleben und Sie haben da 2 Feuerplaneten drin, dann wollen die an für sich aktiv sein, ja. So wäre es ganz gut für Sie, vielleicht diese Energie, was zu tun, sich auszudrücken, sprich zu handeln, dass Sie die in den Bereich des vierten Hauses lenken, wo es um Gartenarbeit geht oder das Zuhause renovieren oder was mit Immobilien managen. Denn auch das sind die Bedeutungen des vierten Hauses, ja. Ansonsten ist es so, dass es eine gewisse Priorisierung des Zuhauses gibt oder Sie wollen eben sich mehr selber bezüglich Ihres Innenlebens reflektieren. Vielleicht haben Sie auch mehr Kontakt mit Ihrer Mutter, ja, denn auch das ist das vierte Haus. Das vierte Haus sind alles so die Themen, die Sie etwas geschmeidiger durchs Leben auch fahren lassen, ja, denn natürlich eine gute Beziehung mit der Mutter, ein engerer Kontakt mit der Mutter ist ja an für sich wünschenswert oder mehr zu Hause sein oder Sie wollen sich mehr um Ihr Vermögen kümmern, um Ihr Innenleben. Das sind ja alles gute Dinge, die Sie an für sich mehr erfüllt sein lassen. Und es ist auch so, dass das vierte Haus auch noch für Fahrzeuge steht, ja, sprich, wenn Sie jetzt sagen wollten, Sie möchten Ihr Auto reparieren, als Beispiel, ja, dann wäre das jetzt eine gute Energie dafür, weil Sie die beiden wichtigsten Persönlichkeitsplaneten Sonne und Mars, den Herrscher Ihres Aszendenten Widder, im vierten Haus haben. Wir schauen aber weiter. Was machen denn die langsam laufenden Planeten, ja? Da haben wir ja den Jupiter, den großen Guru. Ja, er ist ja bei Ihnen immer noch in Haus 5, worin er ja insgesamt schon einige Monate ist. Er ist ja circa ein Jahr darin. Das fünfte Haus bedeutet nach wie vor, dass Sie gute Zeit haben, um sich mehr damit zu beschäftigen, auf einer tieferen Ebene, mit mehr Sinn. Was ist so Ihre Inspiration, was sind so Ihre Talente, sprich, es befähigt Sie auch, dass Sie diesbezüglich, was so Ihre Inspirationen sind, mit welchen Talenten Sie sich zeigen möchten, dass Sie hier gut weiterkommen könnten. Auch Beziehungen zu den Kindern verbessert dies. Jupiter steht ja für Fülle, für Glücklichsein und so können Sie eben in Vergnügungen oder Dingen, die Ihnen gut tun, einfach mehr Freude oder Sinn erfahren. Aber auch für eine Weiterbildung, dass Sie tiefer blicken in bestimmten Themen, ist das nach wie vor eine sehr, sehr gute Zeit. Saturn ist ja jetzt erst seit kurzem wieder in den Skorpion zurückgekehrt. Da drin, bitte, das ist jetzt nochmal ein, Sie haben jetzt nochmal ein kosmisches Zeitfenster für ein paar Monate, denn für ein paar Monate geht jetzt, ist ja der Saturn jetzt nochmals im Skorpion. Und da drin haben Sie ja das 8. Haus als Widder-Aszendent, ja? Was bedeutet das? 8. Haus steht für Veränderung und Wechsel. Und Saturn liebt Wechsel. Und dann noch im Haus des Wechsels. Und Saturn steht für die Arbeit. So wäre jetzt auch noch bis Mitte September eine günstige Phase für berufliche Veränderungen, Neuausrichtungen, wo Sie ja planetaren Rückenwind haben vom zweiten großen Schicksalsmeister, dem Saturn. Die Mondknoten immer noch in der Achse Widder und Waage. Das bedeutet bei Ihnen also, Rahu ist in Haus 7 und Ketu ist in Ihrem Aszendenten Widder in Haus 1. Das lenkt Ihre Lernaufgaben, Ihre Entwicklungsthematik mehr darauf, wie es Ihnen gelingt, in Beziehungen zu einem besseren Gelingen zu kommen. Es lässt Sie mit sich selbst, sprich die eigene Persönlichkeit, etwas in den Hintergrund treten, sprich Ihr Einsatz, anderen zu dienen, zu helfen, für die da zu sein, sich mit ihren Bedürfnissen und Interessen zurückzustellen, hat jetzt von daher einfach immer noch einen größeren Fokus mit dem Ziel, dass Sie in diesem Gleichgewicht, was sind Ihre Bedürfnisse und was wäre Ihre Rolle oder wie können Sie Ihren Part auf eine gute Weise in Beziehungen spielen und entwickeln. Darin will Gleichgewicht entstehen, wobei der Fokus aktuell darauf liegt, sich mit Ihren eigenen Interessen immer noch zurückzunehmen und mehr auf die Bedürfnisse und Interessen Ihres Gegenübers einzugehen, hier auch zu schauen, wo vielleicht Ihre Hilfe benötigt wird. Ja, vielleicht können Sie für die Eltern was tun, weil die auf Sie besonders bräuchten momentan. Das wäre so die Aussage bezüglich der Lernaufgaben, abgeleitet von der karmischen Achse, angezeigt durch die Mondknoten. Ja, wir haben ja schon gerade gesprochen, ja. Mars ist ja nun ein besonders wichtiger Planet für Sie als Aszendent Widder, denn Mars repräsentiert Sie als Widder. Er herrscht über den Widder und ist Ihr erstes Haus. Und der Mars ist bei Ihnen den ganzen Monat im 4. Haus, im Zeichen Krebs. Das bedeutet, nicht nur die Sonne ist 23 Tage im Juli darin, und die Sonne stellt ja immer dar, wo geht Ihre Aufmerksamkeit hin, wo halten Sie sich mit Ihrer Persönlichkeit auf, womit wollen Sie sich beschäftigen, ja, wo halten Sie sich auf. Und jetzt kommt der zweite Persönlichkeitsplanet stark zum Tragen, Mars, der uns nun auch sagt, also damit haben wir eine Doppelanzeige, dass Sie sich mit den Themen des 4. Hauses stärker auseinandersetzen wollen, ja. So können Sie jetzt diese Zeit sehr gut nutzen, wenn Sie sich diesen Themen des 4. Hauses annehmen. Die Überschrift für das 4. Haus wäre, Handlungen zu unternehmen, die Sie mehr erfüllt sein lassen, ja. Denn das 4. Haus ist ein gutes Haus, wo es um, ich nenne es jetzt mal, ja, Schritte geht, die zum Glücklichsein führen. Deswegen steht das 4. Haus für die Mutter, na, ist klar, wenn man eine fürsorgliche Mama hat, das ist schon mal ein halber Lottogewinn. Das 4. Haus steht für Ihr Innenleben, ja. Ich meine, natürlich, jetzt haben wir Sonne und Mars darin, Das bringt, die beiden bringen natürlich auch immer Spannungen mit. Das heißt, es kann schon auch einiges innerlich aufgewühlt sein. Deshalb hier eher der Ratschlag zu sagen, diese innere Spannungen nicht durch irgendwie Spannungen in ihrem Zuhause ausladen, sondern dann lieber Schaufel in die Hand, Garten umgraben oder die Immobilie renovieren. Ja, Mars will ja reparieren, das ist ja auch die Energie. Da wäre diese Energie einfach besser investiert. Viertes Haus, ich hatte das auch noch gesagt, Immobilienthemen sind jetzt sehr begünstigt oder sich um das Zuhause kümmern, reparieren, renovieren von Themen, Dingen im häuslichen Bereich oder vom Fahrzeug, von Ihrem Auto, denn das ist auch natürlich auch ein schönes Auto, lässt ein ruhiger und mit mehr Freude durchs Leben rollen. Ja, da wird die Straße, auf der wir durchs Leben gehen, angenehmer, wenn wir auch ein angenehmes Fahrzeug haben, ist doch klar. Und das vierte Haus steht aber auch für Ihren Wohlstand. Ja, auch hier ist klar, wäre jetzt eine gewisse Aufmerksamkeit, sich diesbezüglich dem mehr zu widmen. Vielleicht kommen Sie dadurch sogar zu einer guten Idee, denn Merkur, der sogenannte Manager, ja, Ihre Managerenergie, Ihr Informant, der ist auch im Krebs bis 23.07., bevor er dann in Löwen geht. Sprich, Sie haben den König, den General und den Manager, den Prinz, diese drei wichtigen Planeten, alle im Krebs. Und was will Merkur? Nun, Merkur ist jetzt die Energie, die in diesen eben genannten Themen auch analysieren möchte, sich informieren möchte, ja, sprich, machen wir ein konkretes Beispiel. Vielleicht holen Sie sich Prospekte über verschiedene Autos. Ja, das würde jetzt gut passen zu Merkur in Haus 4. Oder Sie kommunizieren, Merkur ist Kommunikation, mehr mit Ihrer Mutter. Oder Sie laden Freunde zu sich nach Hause ein. Ne? Merkur sind Freunde, Haus 4 ist das Zuhause. Auch das wäre jetzt besonders begünstigt. Oder Sie analysieren, wie Sie zu mehr Wohlstand kommen. Ne? Haus 4, Wohlstand, Merkur, analysieren, erforschen. Merken Sie, das ist so das, was ich meine, wo man sagt, hier ist dann Rückenwind da, dass das in den Dingen mit einem gewissen, ja, ich sage mal, vom Universum unterstützt ist, von den planetaren Energien, Sie diesbezüglich vorwärts zu bringen. Ja, dann haben wir aber noch die Venus bis 18.07. im Löwen. Diese geht dann in die Jungfrau. Und das bedeutet, so haben Sie die beiden großen Wohltäter, Venus und Jupiter, in Haus 5. Und das bedeutet, nehmen sich auch Zeit, dass Sie es gut gehen lassen, dass Sie sich mit Dingen beschäftigen, die Ihnen gut tun, mit Ihren Talenten, mit Ihren Neigungen oder mit Dingen, die Ihnen einfach gut tun und Spaß machen, mit Vergnügen. Ja, das ist das Haus 5, ist ein gutes Haus. Da haben Sie zwei wichtige Planeten darin, die sich in den Bereich hingeben möchten, aber auch der Erwerb höheren Wissens oder eben auch auf einer ganz höheren Ebene tiefer mit Ihren Inspirationen in Kontakt zu kommen. Sprich, was ist die leise Stimme, die zu Ihnen spricht, was so Ihr Ding wäre. Auch dafür hätten Sie jetzt besonders gut die Möglichkeit im Monat Juli, vor allem bis 18., wenn dann doch die Venus und Jupiter bei Ihnen in Haus 5 sind. Okay, ja, etwas dürfen wir natürlich noch nicht vergessen, denn am 16. Juli 2015 haben wir ja Neumond und dieser wandert bei Ihnen als Aszendent Widder durch Ihr viertes Haus, das so stark besetzte Haus, da haben Sie drei Planeten drin und am 16. Juli sogar noch den Mond als Neumond. Das bedeutet natürlich, Neumond im 4. Haus ist also weniger eine Sache, die man unbedingt haben möchte. Sprich, erwarten Sie um den 16.07., das kann jetzt auch am 15. oder 17. sein, nicht so große, günstige Ereignisse. Viel eher wird Ihnen etwas gespiegelt, was in Ihrem Umfeld weniger ideal läuft. Und dann können Sie ja auch aus dem Bereich Ihre Erfahrungen oder Lehren oder Schlüsse ziehen. Ja, damit sind wir jetzt soweit durch für Sie für den neuen Monat. Nun nochmal zum Schluss die Erinnerung dieser wichtigen Punkte. Nach wie vor steht das Angebot, und zwar, wenn Sie wissen möchten, welcher Planet Ihr Hauptphasenherrscher ist, in Ihrem vedischen Horoskop, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben oder unterhalb dieses Videos auf den Link gehen. Dann kommen Sie auf ein Kontaktformular und es wird Ihnen offenbart, welcher Planet Ihr, einer hat ihn mal genannt, Hauptplaggeist ist in Ihrem vedischen Horoskop, sprich Ihr Hauptphasenherrscher. Denn je nachdem, ob Mars, Saturn, Venus, Jupiter die Herrschaft hat in Ihrem Horoskop, ist natürlich ein großer Unterschied und Sie erhalten da eine Gratisdeutung über 1 bis 2 DIN A4 Seiten. Dann wollte ich nur noch mal erinnern, die vedische Astrologieschule ist im Äther, das Ding fliegt und da wird eine Menge passieren, der Start ist gemacht. Und sollte das für Sie ein Thema sein, anhand der klassischen Texte die vedische Astrologie im Original studieren zu wollen, um zu präzisen Deutungsergebnissen kommen zu können, dann besuchen Sie mal diese Seite www.vedische-astrologie-schule.de. Dann nochmal exklusiv für Sie, für meine YouTube-Zuschauer, für meine treuen Newsletter-Bezieher, Sie haben die Chance, das beliebte Horoskop Beruf und Berufung, das ja wohl sehr wichtig ist, um seinen Weg im Leben zur Erfüllung und Glückseligkeit finden zu können, dass man den richtigen Beruf hat. Hier kann diese Analyse sehr große Hilfe und Inspiration liefern. Sie erhalten entgegen dem offiziellen Preis, den Sie natürlich auf meiner Webseite finden, bei Bestellung bis zum 15. Juli 20% Nachlass. Bitte nicht über den Button des Auslösen PayPal, weil das sind ja die höheren Preise, sondern sich einfach melden bis 15.07., dass Sie das Horoskop haben möchten, per E-Mail oder wie auch immer. Und dann wickeln wir das eben über eine normale Banksache ab. Aber Angebot 20% reduziert jetzt bis bei Bestellung bis 15. Juli. Gut, das wäre es gewesen. Dann werden wir uns Ende Juli hoffentlich wiedersehen. Ich darf Ihnen bis dorthin einen fantastischen Juli 2015 wünschen. Das war's von Gerhard Feiner aus dem Informationskanal der vedischen Astrologie. Vielen Dank.